nicht so im Fernsehen, also ich möchte nicht nur meine Freundin grüßen, sondern, sondern auch Hansi. ja. ja. Wir haben ja andere so eine Geschichte, ne? Insider-Gag. Also. Ich hatte ja mal die Freude mit der FAU zusammen, das Hotel Kempinski zu besetzen. Da waren ganz viele Obdachlose dabei, aber am Ende ist das in der Rezeptionsgeschichte dieser Aktion ist das eine FAU-Aktion. Ich glaube nicht mehr auf, das sowieso nicht, aber die Obdachlosen, naja, so ein bisschen noch, ja. Aber die FAU, die war ganz großartig dabei, ja. Ohne die wäre das sicher schief gegangen im Jahr 2000, das hätten wir nicht geschafft. Wir haben ja, also die ursprüngliche Idee, die zugrunde lag, war ja, dass wir den Rechten die Freiheit wegnehmen. Ja, also den Freiheitsbegriff. Ich habe das in meiner Zeit in Kärnten, in den 5 Monaten, wo ich in Klagenfurt Stadtschreiber war, erlebt. Da gibt es eine regierende Partei, die Freiheitlichen, die haben dort im Landtag, also die Heider-Partei, 45% hatte die dort bekommen. Die stellen dort die Regierung und in der Stadt selber im Rathaus der Bürgermeister des Heiders Tennislehrer, der regiert dort mit 60%. Ja, das ist schon, und das kommt daher, wenn man diese Leute einfach mal machen lässt. Ja. Also, ja. Und in diesem Sinne, die Freiheit zurückzuholen, überhaupt, dass wir als Linke das stärker thematisieren, da hat der Klaus einen ganz wunderbaren Essay geschrieben und danach machen wir dann die Mann. Wir wollten jetzt mal weiter.